ist meine Tante Mona. Und das ist Thomas, mein missbilligender Freund. Ach, das wird schon. Bleiben Sie wenigstens ein paar Tage. Tut mir leid, ich muss zurück nach New York. Dort sitzen meine Kunden. Also. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Da hat's aber jemand eilig, oder? Er hat Termine in der Stadt. Und außerdem ist er dagegen, dass ich hier bin. Naja, immerhin hat er dich hergefahren. Fast wie in alten Zeiten, oder? Du wärst bei mir abgestellt und da stehen wir zwei Hübschen. Tschüss. Wiedersehen. Das waren immer die schönsten Wochen im Jahr. Ferien bei meiner Tante Mo. Naja, als Kind sieht man das alles ganz anders. Also, Ferien werden das diesmal sicher nicht. Ich hoffe, dir gefällt der Job. Es ist ein Job, das allein zählt. Mo, ich bin dir so dankbar. Ach, das war nur eine Gelegenheit, ein Gespräch auf dem Rathausflur mit dem Bürgermeister. Ich weiß wirklich nicht, was dich da erwartet. Aber es ist ein Anfang. Guten Tag. Anna Wilcox. Ich soll heute hier anfangen. Ja, ich bin Ihr Vorgesetzter Peter Lien. Ich zeige Ihnen dann mal Ihren Arbeitsplatz. Gerne. Bitte. Da wären wir. Das ist Ihr Arbeitsplatz. Meiner ist dann eine Etage über Ihnen. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich nicht wegen jeder Kleinigkeit belästigen. Aha. Klar. Jetzt passen Sie gut auf. Haupteingang, Ihr Büro. Mhm. Der Autoschlüssel. Der Dienstwagen steht auf dem Hof. Steht da schon etwas länger. Das ist alles. Was hat man Ihnen denn erzählt? Nichts. Warum erwarten Sie dann mehr als nichts? Wer war denn bisher hier für den Denkmalschutz zuständig? Sie waren die Einzige, die sich für das neue Amt beworben hat. Das neue Amt. Das heißt, ich habe gar keinen Vorgänger. Ein alter Leuchtturm soll abgerissen werden. Es war ein Wahrzeichen für einige Leute, aber keinen interessiert es mehr wirklich. Na toll. Meine Güte. Max Gordon Incorporated. Und kein Leuchtturm. Entschuldigen Sie, ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Moment mal bitte. Rob? Ja? Ich habe hier so eine Denkmaltusse in der Leitung. Die fragt nach dem Leuchtturm. Das alte Ding im Valley, wo der Freizeitpark hin soll? Ja. Was soll das heißen? Wir haben eine Abrissgenehmigung. Das heißt, eine freundliche, beiläufige Nachfrage ist immer ein Anfang. Niemals ein Ende. Anfang wofür? Für Ärger. Für einen Haufen Scheiße. Hier, mach du das. Ich kann das übernehmen, Mr. Gordon. Oh, Judith. Nein, nein, danke.
Rob, tu irgendwas. In 3 Wochen ist Abriss. Rob Hunter, mit wem spreche ich bitte? Guten Tag, Anna Wilcox. Mr. Hunter, entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle. Ich bin die neue Denkmalschutzbeauftragte hier in Red Rock. Und ich stehe hier gerade vom alten Leuchtturm. Miss Wilcox. Es tut mir unendlich leid, dass wir uns nicht früher austauschen konnten. Ja, das ist schade. Ich würde das Gebäude gern dokumentieren. Ja, aber das Projekt läuft. Der Turm wird gesprengt, und zwar morgen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Morgen schon. Es ist Gefahrenverzug. Die Baufälligkeit... Verstehen Sie, wir als neue Eigentümer sind verantwortlich. Ja, verstehe. Wenn Sie vielleicht meine Nummer notieren würden, wäre einfach schön, wenn Sie mir ein paar Tage einräumen könnten. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Ihre Nummer, ja, ich notiere. Ja, 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 habe ich. Auf Wiederhören. Sie will das Gebäude dokumentieren, fürs Archiv. Aufnahmen machen, Vermessungen und so. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sie fragt nach einem Aufschub. So. Und das ist dann die Kriegserklärung. Vorschlag. Wir ziehen eins unserer Teams von hier ab und schicken unsere Jungs sofort nach Red Rock. Dann sprengen wir diesen verdammten Turm in die Luft. Was weg ist, ist weg. Genau. Ach, Mo! Was machst du denn hier? Schön, der alte Leuchtturm, oder? Ja, der ist noch aus der Lincoln-Zeit. Baujahr 1868. Schade. Und der wird jetzt abgerissen. Wenn der Freizeitpark erst einmal da ist, ist es aus mit der Ruhe und mit der Natur. Komisch, dass sich niemand dagegen gewehrt hat. Die Pläne wurden erst zu spät bekannt. Der Leuchtturm steht hier einsam und allein und bisher hat sich niemand drum gekümmert. Aber wenn auf einmal täglich Tausende hier in einen Vergnügungspark kommen, dann... Ich habe da angerufen, die wollen den Turm morgen schon sprengen. Ich habe nicht mal Zeit für Vermessung. Morgen schon? Mhm. Ich dachte, das passiert erst in ein paar Wochen. Du weißt davon. Du hast die Bauleute ganz schön aufgeschreckt, was? Ja, vielleicht. Aber die haben eine Abrissgenehmigung. Du, ich wollte mir noch was anschauen, dann fahre ich nach Hause. Soll ich dich mitnehmen? Warum nicht? Dann komm. Schau mal hier, Anna. Hier sind wir. Die Brücke hier ist der einzige Zugang zum Leuchtturm? Ja, genau. Sag mal, meinst du es richtig, in den ersten Tagen im neuen Job schon Streit anzufangen? Also denkmalschutzmäßig meine ich. So kenne ich meine Anna, kleine Revoluzerin. Aber wenn man etwas erreichen will, muss man manchmal auch streiten. Ich brauche Zeit. Das ist alles. 14 Tage oder so, dann habe ich vielleicht eine Chance, den Leuchtturm zu erhalten. Aber die habe ich nicht. Ich bin Richterin. Ich darf dir solche Ratschläge eigentlich gar nicht geben, aber weißt du, wer vorher in dem Turm gewohnt hat? Der Leuchtdienst wurde 1989 eingestellt. Im gleichen Jahr hat der Wärter den Turm gekauft. Ist da geblieben, Joshua Hasley. Aber jetzt ist er wohl weggezogen. Keine Ahnung, wohin. Das lässt sich rausfinden. Wozu? Wozu? Wenn der alte Mann wieder im Turm wohnen würde, bringt das Zeit. Trotz Vertrag. Juristische Haarspalterei, aber wirkungsvoll. Ja, aber die Baugesellschaft würde doch einfach zwangsräumen. Zwangsräumen ja, einfach nein. Dazu braucht man einen richterlichen Beschluss. Ja, was denn? Sowas dauert. Urteil, Papierkram, Fristsetzung, Räumung. Ich bin im Bezirk die einzige Richterin und mein Schreibtisch ist voll. Das würdest du für mich tun? Nein. Das tue ich nur für Recht und Ordnung. Verstanden? Recht und Ordnung, ja? Ich erkenne dich gar nicht wieder. Tja. Wenn ich den Mann überzeugen könnte, vorübergehend nicht ausgezogen zu sein. Ich müsste ihn nur erst mal finden.
Da könnte ich dir vielleicht helfen. Ach, wirklich? Ich habe das in meine Kontakte. Du kennst doch deine Tante Mo. Boah, die Hecke ist gewachsen. Ja, du warst schon so lange nicht mehr hier. Komm, lass uns rein. Joshua Hesley heißt der Leuchtturmwärter. Mehr Infos habe ich noch nicht über ihn. Aber Mo wird mir helfen. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich auf sowas einlässt. Dein erster Arbeitstag und schon suchst du Streit. Also sag, was hast du vor? Erstmal muss ich Zeit schinden. Ich habe da was entdeckt. Eine Kleinigkeit, die vielleicht übersehen haben. Wer die? Die Baufritzen? Mhm. Gott, Anna, du legst dich da mit einem Gegner an, der mehr drauf hat. Bringst dich damit in Teufelsküche. Na, danke für dein... Danke für dein Vertrauen. Wann sehen wir uns denn? Es bleibt doch beim Wochenende, oder? Ja, klar. Ich meine, ich muss mal gucken, wie es läuft, okay? Du fehlst mir. Dann komm du doch einfach am Wochenende. Ich habe am Sonntag ein wichtiges Geschäftsessen, da muss ich hin. Also komm du, ja? Mal sehen. Ciao. Tschüss. Wie denn da durchkommen? Kommt hinterher! Das geht doch überhaupt nicht! Ah, schön, dass ihr auch endlich da seid! Was zum Teufel soll das? Sie können ja nicht weiter! Die Brücke ist alt. Zu alt, fürchte ich. Die Konstruktion, die muss geprüft werden. Wir haben telefoniert. Mr. Hunter, guten Tag. Sie haben mich zurückgerufen. Judith, die Unterlagen bitte. Die Brücke wird von der Gemeinde gewartet. Das steht hier. Außerdem gibt's ein Wegerecht, auch für Lkw. Also, alles in Ordnung. Ich bin nicht vom Verkehrsamt, sondern von der Denkmalpflege. Und die Brücke hier... Der einzige Weg zum maroden Turm, ich weiß das. Und Sie wissen es auch und genau darum geht's hier, oder? Aus Sicherheitsgründen ist die Brücke vorerst für den Verkehr gesperrt. Das ist offiziell. Judith, Sie fahren zum Rathaus. Ich hätte so gern so eine Genehmigung, so einen Zettel mit Stempel und allem drum und dran. Sehr gerne. Und dann fahren wir weiter. Ach, und könnten Sie Mr. Hesley bitten, am Empfang zu warten? Danke, Doktor. In 5 Minuten bin ich da. Ich erkläre Ihnen das alles unterwegs. Hauptsache, Sie sind da, bevor die da sind. Mr. Hesley, ich bin Ihnen wirklich dankbar. Von mir aus? Ich bin ja froh über jeden Tag, den ich früher hier rauskomme. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wer Sie eigentlich sind. Hey! Was soll das denn? Spinnt wohl. Kein Wort. Kommen Sie. Hören Sie das? Mr. Hunter? Der Leuchtturm ist doch bewohnt. Der alte Eigentümer lässt sich offensichtlich für ihre Zwecke einspannen. Miss Wilcox,
Die Max Gordon Incorporated hat einen Vertrag mit ihrem Komplizen. Hallo, guten Tag. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Aha. Sie sprechen für ihn? Na schön. Wir werden räumen. Natürlich werden Sie das. In Ihrer Feststellung war offensichtlich noch ein Platz für ein Aber, oder? Eine Reimung kostet Zeit. Anträge vor Gericht, Urteile, Fristsetzung. Tage, wenn nicht Wochen dauert das. Sie wollen das wirklich durchziehen, ja? Judith. Judith. Ja. Besorgen Sie uns Zimmer. Ich will, dass diese Farce spätestens morgen erledigt ist. Wollen Sie Mr. Gordon anrufen? Oder soll ich ihn informieren? Rob Hunter? Mr. Hasley, das hätten Sie mir sagen müssen. Sie wollten, dass ich hier bin. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Woher kennen Sie diesen Mann? Robert ist mein Sohn. Das Ganze hier, das ist ein Familienstreit? Familienstreit? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. 35 Jahre. Und Mr. Hunter weiß nicht, dass Sie sein Vater sind. Richtig? Es geht mir nicht gut. Entschuldigen Sie. Mr. Hasley, geht's nicht um den Tod. Es geht ihm nur um die Begegnung mit dem Bauleiter, seinem Sohn. Ich kapiere das nicht. Da kommt der Sohn aus New York und will den Turm wegreißen und Mr. Hasley verliert kein Wort darüber, dass er der Vater ist. Die Begegnung ist doch kein Zufall, oder? Warum nicht? Sowas gibt's? Nein, sowas gibt's nicht. Sie haben miteinander gesprochen. Robert Hunter wusste offenbar überhaupt nicht, wen er da vor sich hatte. Kennst du den alten Leuchtturmwärter? Hier kennt jeder jeden irgendwie. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht so tun, als wüsste ich das alles nicht. Vielleicht ist es im Moment das Beste. Und wie soll ich Rob Hunter gegenübertreten? Ich kann das doch nicht verschweigen. Einmischen kann ich mich auch nicht. Entschuldige. Was hast du vor? Ich muss wissen, worauf ich mich da eingelassen habe. Jahre hat er seinen Sohn nicht gesehen, hat er gesagt. Was? Eine Frau allein hält uns auf? Was soll das bitte heißen? Sie weiß, dass sie uns nicht aufhalten kann. Aber sie spielt auf Zeit. Stellt sich also die Frage, warum? Haben wir die Antwort, haben wir die Lösung. Ist das alles? Ja. Wie sieht diese Frau aus? Was spielt denn das für eine Rolle? Du bist ein Mann, sie ist eine Frau, also. Na schön. Also sie tritt allein gegen eine ganze Horde an, also ist sie sehr mutig, würde ich sagen. Trotzdem ist sie irgendwie schüchtern.
Sie weiß genau, was sie will. Sie ist sehr attraktiv und sie hat Köpfchen. Rob, sei vorsichtig. Max. Du weißt, wir sitzen bei diesem Projekt alle mit dem Arsch auf dem Grill. Letzte Frage, hast du mit dem alten Mann geredet? Nein, nicht wirklich. Dann tu das bitte, sprich mit dem Kerl. Ende. Okay. Sie ist sehr attraktiv und hat Köpfchen. Was redest du da? Josh? Du hast wieder Schmerzen. Geht schon. Dickschädel, Joshua. Ein unvernünftiger alter Dickkopf. Ich sollte dich entmündigen lassen. Wozu? Dann würde ich über dich bestimmen. Dann müsstest du dich operieren lassen. Es ist gut so, wie es ist, Mona. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, oder weggegeben. Ich wüsste nicht mal mehr, wohin. Es soll wohl so sein. Wenn der Körper nicht mehr will. Theatralischer Unsinn. Du hast dich da über die Jahre in was reingeredet. Es soll wohl so sein. Es muss überhaupt nicht so sein. Du könntest ein wunderbares, langes Leben haben. Per richterlicher Anordnung? Ja, per richterlicher Anordnung, Joshua Hesley. Fotos hier und ein paar alte Filme. Und meine Erinnerungen. Sie haben Ihren Sohn zur Adoption freigegeben. Nicht freiwillig. Wegen des Todes Ihrer Frau damals. Elisabeth war krank. Sie hatte unerträgliche Schmerzen. Ich habe ihr geholfen. Ihre Frau starb. Sie wurden verhaftet. Sie haben Morphium gekauft, illegal, habe ich gelesen. Ja, es war illegal. Aber es war richtig. Sie mussten ins Gefängnis. Elisabeth hat sich von mir verabschiedet und eine Überdosis genommen. Ich habe sie gewähren lassen. Nach der Beerdigung war ich 4 Jahre in Haft. Und für das Kind wurde mir das Sorgerecht entzogen. Seitdem haben Sie Ihren Sohn nicht gesehen? Robert hat jeden Kontakt abgelehnt. Die Adoptionsvermittlung hat alle meine Anträge zurückgewiesen. In seinem Namen. Mehr als 3 Jahrzehnte lang. Ich wollte ihn nur noch einmal sehen. Ich bin krank. Ich habe nicht mehr viele Wünsche, Miss Wilcox. Aber genau deshalb müssen Sie mit ihm reden. Ich helfe Ihnen auch dabei. Judith, haben Sie was rausbekommen? Ja. Diese Miss Wilcox arbeitet halbtags auf einer befristeten Stelle und ist in der Probezeit. Sie ist also ein Fliegengewicht. Danke, Judith. Judith, fahren Sie zum Gericht, ja? Und sehen Sie, was Sie da erreichen. Miss Wilcox. Offensichtlich habe ich nicht die Chance, mit dem Mann allein zu reden. Doch, ganz sicher sogar. Ich habe mich über Sie informiert. Das ist in Ordnung. Ich habe mich auch über Sie informiert. Sie sind adoptiert, nicht wahr? Boah. Wow. Sie holen aber weit aus. Was soll denn das hier werden? Haben Sie sich nie gefragt, wer Ihre leiblichen Eltern sind?
Nein. Und ich wüsste verdammt gerne, was Sie das angeht. Bitte nicht aufregen, ich muss Ihnen das sagen. Hören Sie auf! Ich fühle mich auch nicht wohl dabei. Hören Sie auf! Ich weiß, wer Ihr leiblicher Vater ist. Mr. Hunter. Joshua Hesley. Ihr Vater. Sie sind sowas von abgebrüht. Ich hoffe, Sie sind stolz auf sich. Oh. Mein Junge. Ich bin nicht Ihr Scheißjunge! Das ist aus der ganz unanständigen Schublade. Jedenfalls sind wir deshalb seit unserer Ankunft hier schwer unter Zeitdruck geraten. Die Max Gordon Incorporated verliert jeden Tag Geld. Viel Geld. Sie wollen hier bei uns aber auch sehr viel Geld verdienen mit Ihrem Projekt, oder? Diese Jammerei beeindruckt mich also eher wenig. Der Turm stammt aus dem Jahre 1868, steht hier. Und glauben Sie mir, der hat's nicht eilig. Genauso wie der alte Mann. Der lebt hier seit über 30 Jahren. Woher wissen Sie das? Wir sind hier nicht in New York City. Wir kennen uns hier alle untereinander. 30 Jahre. Und wenn der Leuchtturmwärter Josh Hesley ein paar Tage länger braucht zum Ausziehen, dann lassen Sie ihm die Zeit und belästigen Sie nicht mit dieser Bagatelle die Justiz. Aber das wäre mein Vorschlag dazu, ja? Die Wartezeit kostet unserer Firma ein Vermögen. Sie waren wohl noch nie in einem Richterzimmer, oder? Sonst würden Sie wissen, wie es ausgeht, wenn Sie mich mit dieser Lautstärke unterbrechen. Entschuldigung. Ich werde Ihre Anträge prüfen und Ihnen die Entscheidung des Gerichts mitteilen. Ja, und wie lange dauert es dann bis zur Räumung? Solange es eben dauert. Sie bekommen Post. Die Begegnung ist kein Zufall, oder? Sie helfen mir, Anna. Mona sagt, Sie sind eine Kämpferin. Sie kennen Mo? Sie haben mit Mo über mich gesprochen? Anna! Hergeholt? Du hast es gewusst. Von Anfang an. Was habe ich gewusst? Du wusstest vom Abriss. Sogar, wann er ursprünglich passieren sollte. Die Idee, den Eigentümer da wieder hinzuschaffen, das kam auch von dir. Das war eine spontane Idee. Sie bringt dir Zeit, das wolltest du doch. Danach hat dich nur interessiert, ob Vater und Sohn miteinander gesprochen haben. Richtig oder falsch? Wir dachten, wir hätten noch Zeit. Wir? Wenn Josh den Turm besetzt, muss Robert Kontakt zu ihm aufnehmen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Das war die ganze Idee. Weiter nichts. Und warum brauchst du mich dazu? Ich bin Richterin. Ich darf mich nicht auf eine Seite schlagen. Hat er dir auch erzählt, dass er verhaftet wurde? Ich weiß das, Anna. Seine Frau ist gestorben. Dafür wurde er eingesperrt. Ja. Die Haftstrafe war meine Schuld. Wie bitte? Ich war unerfahren. Ich konnte das nicht verhindern. Auch nicht den Entzug des Sorgerechts. Wie? Du konntest das nicht verhindern? Mo! Ich war Georgias Verteidigerin. Einer meiner ersten Fälle als Anwältin. Ich habe verloren.
Sie haben den Jungen zu einer Pflegefamilie gebracht. Robert war damals 4 Jahre alt. Verstehe. Nein, Anna. Ich glaube nicht, dass du das verstehst. Joshua hat viele Jahre gebraucht, seinen Sohn wiederzufinden. Dann war es zu spät. Robert wollte keinen Kontakt zu seinem Vater. Nichts wollte er von ihm wissen. Gar nichts. Und du fühlst dich mitschuldig. Ich kann es nie wieder gut machen, Anna. Was soll das heißen, er hat dich um Hilfe gebeten? Du kennst den alten Mann doch gar nicht. Ja, aber Mona kennt ihn. Helfe ich ihm, helfe ich Mo. Sie fühlt sich mitschuldig, Thomas. Hättest sie mal sehen sollen. Die benutzen dich doch alle nur, um ihre persönlichen Probleme zu lösen. Merkst du das denn nicht, Anna? Ich meine, mit Denkmalpflege hat das doch überhaupt nichts mehr zu tun. Ich weiß. Ich hab's dir gleich gesagt. Der Job bringt dich nicht weiter. Und uns auch nicht. Thomas, es geht hier schon längst nicht mehr um den Job. Ich steck da jetzt einfach mit drin, ob ich will oder nicht. Weißt du, andere Leute haben ganz andere Sorgen. Und wir sehen uns einfach ein paar Tage nicht. Das ist alles. Okay? Ja, das ist alles. Bis dann. Was tun Sie hier eigentlich? Ich sortiere Dokumente. Ich meine da draußen. Die Max Gordon Incorporated hat sich gemeldet. Sie wollen ein gewaltiges Bauprojekt verhindern? Denkmalschutz, Denkmalpflege, mein Job. Dafür haben Sie mich eingestellt. Nein, nein, Sie wurden mir ins Nest gesetzt, junge Frau. Mr. Lean, ich will einfach nur meine Arbeit machen. Was Sie wollen, ist mir vollkommen egal. Ich habe jahrelang für diese Wirtschaftsansiedlung gekämpft. Ich habe Versprechen gegeben und Baugenehmigungen erteilt für den Vergnügungspark. Sie pfeifen mich zurück. Nein, ich feuere Sie. Das war's. Sie sind raus. Hören Sie? Ich glaube ja, das ist Sache vom Bürgermeister. Das interessiert mich überhaupt nicht, denn hier treffe noch immer ich die Entscheidungen. Legen Sie den Büroschlüssel da auf den Tisch, wenn Sie gehen. Dankeschön. Büroschlüssel. So, hier sind die Filme. Haben Sie einen Projektor? Haben Sie die Streifen jetzt sehen? Nicht jetzt, aber könnten Sie den irgendwo hinstellen, wo ich den leicht finden kann? Was haben Sie vor? Ich wurde heute entlassen und darum bin ich wütend. Und wenn ich wütend bin, habe ich die besten Ideen. Ah ja. Der Turm hat doch einen Keller, oder? Ja, aber ziemlich kaputt und marode. Das hört sich gut an. Was soll denn das werden? Vertrauen Sie mir einfach. Rob Hunter. Ich freue mich über jede Nachricht, die kürzer ist als 30 Sekunden. Guten Tag, Anna Wilcox hier. Die Situation, die ist... Ich glaube, was ich zu sagen habe, dauert länger als 30 Sekunden. John, kommen Sie mal bitte. Judith, wie lange sollen wir noch in diesem Kaff abhängen? Fragen Sie das Mr. Hunter. Er allein ist für die Verzögerung verantwortlich. Ach, verstehe. Unter der ganzen Warterei leiden Sie und Ihre Jungs ganz genauso wie ich. Ach, wirklich? Machen Sie doch Meldung in der Zentrale. Hm? Ja, mache ich. Entschuldigung. Mr. Gordon. Ich erreiche Mr. Hunter nicht. Wo steckt er? Keine Ahnung, wo er wieder steckt oder was er tut. Sorry. Ich kann Ihnen aber ein Update meiner Arbeit geben. Ich war bei Gericht und habe da nochmal ordentlich Druck gemacht. Die beantragte Zwangsräumung ist deshalb so gut wie durch. Ein paar Tage noch und der Spuk ist vorbei. Sehr gut. Eine Frage noch. Hat Rob mit Hesley gesprochen oder nicht? Ich muss das wissen. Nein, Sir. Rob hat bisher nicht den Kontakt mit ihm gesucht. Ich habe ihm auch mehrfach dazu geraten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay.
Meinst du, der kommt noch? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Ich gehe schon. Ich würde Ihnen gern was zeigen. Sind Sie sicher, dass ich das sehen will? Warten Sie kurz, ja? Der kleine Robby. Ich glaube es nicht. Wo sind deine Büroschlüssel? Die Schlüssel? In der Küche neben dem Herd. Willst du den jungen Mann nicht hereinbitten? Keine Zeit. Ah, und ich habe schon ein bisschen aufgeräumt, okay? Oh mein Gott. Sie sind messy. Wann sind Sie geboren? Fangen Sie jetzt schon wieder damit an? Ja. Also. April 72. 72, gut. Hier. Das ist der Valley Telegraph von 72. Zugezogene, die wurden damals in den Blättern immer vorgestellt. Also hier Januar, Februar, März, April, da haben wir es. Das ist es. Der neue Leuchtturmwärter. Josh Hesley. Philharmoniker? Orchestermusiker, ja. Josh Hesley und seine hochschwangere Frau Elizabeth. Sie war todkrank. Sie wollte sich erlösen. Ihr Vater hat Morphium besorgt. Das war illegal. Was? Er hat sie doch nicht etwa... Nein, er hat sie geliebt. Trotzdem wurde er schuldig gesprochen. Als sie 4 waren, wurden sie ihm weggenommen. Er hat nicht nur seine Frau, er hat auch sein Kind verloren. Ich wollte nie was von meinem Vater wissen. Er hat mehrfach versucht, mich zu kontaktieren über die Adoptionsvermittlung. Ich habe über all die Jahre immer wieder abgelehnt, Miss Wilcox. Anna. Entschuldigung. Nein, nein, ist schon okay. Ich bin schließlich Ihr Komplize bei einem Einbruch. Also irgendwie zumindest. Rob. Anna. Ihr Vater will mit Ihnen reden, Rob. Warum machen Sie das alles? Es ist einerseits sehr mutig, andererseits... Anmaßend. Ich weiß. Schade, dass wir uns so kennenlernen, Anna. Sie wissen, dass wir den Turm in jedem Fall abreißen. Aber die Frist, die müssen Sie trotzdem einhalten. Gute Nacht. Gute Nacht.
Ach, und denken Sie an die Hauslade, ja? An die was? Das kennen Sie nicht? Ist eine alte Tradition hier in der Gegend. Also ein Versteck, meistens in der Grundmauer. Fast alle alten Häuser haben das. Ah. Sie meinen sowas wie die Zeitung, die beim Bau eingelassen wird? Ja, genau. Nur, dass so eine Hauslade wächst mit den Bewohnern. Also jede Generation, die steckt da was rein. Ich schätze mal, der alte Leuchtturm hat sowas auch. Wäre schön, wenn Sie das retten. So Messi-mäßig. Versprochen. Anna? Ich werde das Ihnen nicht schlau. Aber ich danke Ihnen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer war das? Oh, hast du mich erschreckt? Was machst du denn hier? Dich besuchen, dir beistehen, dachte ich. Ist aber anscheinend nicht mehr nötig. Schön, dich zu sehen. Ja. Ich habe vorhin mit deiner Tante gesprochen. Du hast deinen Job verloren? Ja, leider. Dann können wir ja jetzt zurück nach New York. Ich habe noch was zu erledigen. Was denn? Ein altes Gebäude retten, Mo helfen. Ich kann hier jetzt nicht weg, Thomas. Ist kompliziert und das weißt du. Ja, das habe ich gesehen. Geht's um ihn? Ja. Nein! Also, nicht so. Ja, nein. Alles klar. Okay, pass auf, Anna. Ich lebe in New York City und da fahre ich jetzt doch wieder hin. Was machst du? Hallo? 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 Oh Gott. Hallo? Können Sie mich hören? Hat Ihr Vater irgendwelche Allergien? Ich weiß nicht. Vorbelastungen? Keine Ahnung. Wann ist Mr. Hasley zum letzten Mal ärztlich behandelt worden? Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß es einfach nicht. Ich kenne diesen Mann kaum, also hören Sie auf. Ist okay, Julia. Josh Hasley ist mein Patient. Beruhigen Sie sich. Ihr Vater wurde hier behandelt, letztes Jahr. Unglücklicherweise ohne Erfolg. Ohne Erfolg heißt? Eine Herzklappe, die zunehmend ihren Dienst versagt. Die Medikamente behandeln nur die Symptome. Aber Ihr Vater ist mit einem Eingriff nicht einverstanden. Okay. Er ist alt. Und offensichtlich dickköpfig. Müde, würde ich sagen. Der Patient entscheidet. Unter diesen Umständen können wir leider nicht viel für ihn tun. Ich muss jetzt zu ihm und sehen, wie es ihm geht. Danke. Hallo, Rob. Max. Judith. Und? Wie geht's dir? Er ist nicht bei Bewusstsein, aber stabil. Das ist sehr gut. Das bedeutet also, wir können räumen. Ja, dann kläre ich das jetzt mit der Richterin ab. Geht's noch?
Es geht ums Geschäft, Rob. Und das solltest du eigentlich als Erster begreifen. Es gibt Grenzen, Max. Hör zu, ich kenne diesen Mann kaum, aber trotzdem bin ich sein einziger Verwandter, verstehst du? Wir kriegen das auch so hin. Mr. Hunter, Ihr Vater ist noch nicht bei Bewusstsein. Aber wenn Sie wollen, können Sie jetzt zu ihm. Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Ja, es unter Belastung zeigt sich, wie Menschen wirklich ticken, oder? Ja. Wenn er weiter aus der Reihe tanzt, dann übernehmen Sie. Okay? Sie können sich auf mich verlassen. Sehr gut. Mein ganzes Leben habe ich immer nur geglaubt, dass du mich damals loswerden wolltest. Deshalb wollte ich keinen Kontakt, verstehst du das? Ich habe kaum Erinnerung an dich. Ich wusste auch nicht, dass du hier lebst. Ich wusste nicht mal, dass ich hier gelebt habe. Emma? Rob, hallo. Wenn Sie die Hauslade noch retten wollen, müssen Sie sich beeilen. Judith! Was zum Teufel geht hier vor? Wir bereiten uns nur vor. Sobald die Frist zur Räumung um ist, sprengen wir hier. Ohne Wenn und Aber. Anweisung von Max. Von Max? Verstehe. Obwohl mein Vater noch nicht bei Bewusstsein ist. Ja, gerade wenn Ihr Vater noch in der Klinik wäre. Fakt ist, dann wäre er nicht hier, oder? Eiskalt wie immer. Wären Sie nicht albern, Rob. Sie brauchen doch Unterstützung. John, arbeiten einstellen. Was soll das denn jetzt? Er ist lange nicht so tough, wie er dachte. Haben Sie mich erschreckt? Entschuldigung, das war wirklich nicht meine Absicht. Das glaube ich aber doch. Was machen Sie? Und haben Sie schon was gefunden? Vielleicht gibt es hier so ein Versteck gar nicht. Warten Sie. Hier. Hier auf dem Plan, da ist eine Stelle eingezeichnet. Das müsste da drüben irgendwo sein. Vielleicht ein loser Stein oder sowas. Hier? Da. Hier ist was. Ich hab's. Das ist ja wie bei einer Schatzsuche. Machen Sie das. Sie sind die Hüterin alter Schätze. Mal sehen. Das hier sind alte Pläne. Ein Grußwort. Das ist Gründungszeit. Familienfotos. Eine Menge. Scheint eine große Familie zu sein. Das Jahrhundert. Und das hier 1976. Es ist meine Zeit.
Da war ich 4 Jahre alt. Das ist mein Vater mit mir. Dann ist das wohl meine Mutter. Eine richtige Familie. Ja. Sehen Sie mal, der Teddy. Was ist das? 1976. Super 8. Wollen Sie die anschauen? Vater gemeinsam mit ihnen gebaut. Ja. Ich habe überhaupt keine Erinnerung an meine Mutter. Sie war eine schöne Frau. Und ihr Vater ein glücklicher Mann. Mit seiner Frau und seinem Sohn. Ja. Offensichtlich. Ich weiß nichts über diesen Mann. Alles in Ordnung? Josh Hesley, die erste Klarinette. Ja? Ich erinnere mich gut. Ich war damals schon Hausmeister hier. Er hatte ein tolles Gespür. Fleißig. Sehr talentiert. Er war immer freundlich zu uns allen. Zu mir. Warum hat er hier aufgehört? Kommen Sie mit mir. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ich meine, es muss doch für jeden Musiker eine Erfüllung sein, hier zu spielen, oder? Natürlich. Aber Joshuas Frau war schwanger. Und dann wurde sie schwer krank. Er fand eine Anstellung, bei der er rund um die Uhr für sie da sein konnte. Für Frau und Kind. Der Leuchtturm. Was ist aus ihm geworden? Ein sehr einsamer Mann, fürchte ich. Alles in Ordnung? Er hat seinen Traum aufgegeben. Für seine Familie. Wie geht es dir? Wie bin ich hierher gekommen? Dein Sohn hat dich gefunden, alter Sturkopf. Er war bei mir? Ja. Im Leuchtturm? Stell dir vor, und hättest du dich längst operieren lassen, dann würdest du jetzt nicht hier liegen, sondern könntest mit ihm reden. Mein Gott, Joshua, wir hätten noch so viel Zeit. Und würden uns nicht jedes Mal verabschieden in der Angst, uns nicht wiederzusehen. Du hast Angst. Um mich? Hast du das nicht gespürt? All die Jahre? Ich will dein Versprechen. Ich will, dass du dich endlich operieren lässt. Und wenn nicht für dich, dann wenigstens für Rob. Wie wäre das? Ich muss hier raus. Hilfst du mir? Mona, hallo. Was mit Josh? Gut. Ja, danke.
Ihr Vater hat das Krankenhaus verlassen. Gott sei Dank. Wie geht's Ihnen? Fragen Sie ihn das. Fahren Sie zu ihm. Es hat dich Überwindung gekostet, hier raufzukommen. Das verstehe ich. Danke, dass du es trotzdem getan hast. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Nein. Nein. Doch. Nein. Ich habe das alles nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, was dieser Ort hier bedeutet. Ich habe nicht gewusst, was du alles aufgegeben hast für deine Familie. Für mich. Wir wollten zusammenbleiben, solange uns das möglich war. Du warst unser Engel, Rob. Unser kleiner Engel. Ich habe die Filme gesehen von uns dreien. Es war eine schöne Zeit, nicht wahr? Aber jeder schöne Tag war ein Tag weniger von der kostbaren Zeit, die uns blieb. Ich habe keinerlei Erinnerung daran. Das ist vielleicht gut so. Als nach dem Tod deiner Mutter der Leuchtdienst eingestellt wurde, hätte ich eigentlich gehen können. Aber ich habe die Erinnerung gekauft mit meiner Pension. Warum? Ich habe gewartet. Auf was? Na, auf heute. Auf dich. Was sonst? Erst im Herbst letzten Jahres habe ich verkauft. Im Herbst letzten Jahres? Ja. Die Firma suchte einen Standort, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Doch. Max Gordon hat dir im Herbst letzten Jahres sein Angebot gemacht? Ja, er hat mir gesagt, dass du für ihn arbeitest. Es war wie eine letzte Chance für mich. Das kann nicht sein. Ich muss was klären. Anna. Was machen Sie denn hier? Sie abholen. Naja, also wenn ich ehrlich bin, dann brauche ich jemanden, der mich nach New York fährt. Es ist wichtig. Kommen wir da nicht gerade her? Haben Sie getrunken? Ja. Mit meinem Vater, was sagen Sie dazu? Wissen Sie, was seltsam ist? Ja, dass Sie für kalten Beton und Gewinnmaximierung stehen. Ja. Nein, dass Sie der einzige Mensch sind, dem ich vertrauen kann. Ist es jetzt ein Kompliment oder ein Urteil? Wie Sie wollen. Also.
Kommen Sie. Hierfür haben Sie keinen Schlüssel? Das ist New York City. Da braucht man keinen Schlüssel. Geht's doch? Es ist Max Gordons Büro. Was genau machen wir hier? Wir suchen was. Und was? Den Kaufvertrag für den Turm. Kontoauszug. Hier. Datiert auf September letzten Jahres. Tatsache. Und was genau sagt uns das jetzt? September letzten Jahres. Max hat mir gesagt, das Projekt sei brandneu. Er hat mich aber erst im Februar diesen Jahres eingestellt. Scheiße. Verstecken Sie sich schnell. Schnell! Kannst du mir bitte erklären, was das hier soll? Nein. Du bist dran mit der Erklärung. Warum hast du mich eingestellt, Max? Wegen des Turms? Du hast meinem Vater im letzten Herbst erzählt, ich würde für dich arbeiten. Du kanntest also unsere Geschichte. Was soll das alles? Pass mal auf, Rob. Josh Hesley hatte x Angebote über die Jahre hin. Aber er hat nie verkauft. Alle haben sich an ihm die Zähne ausgebissen. Also habe ich recherchiert. Und dann, dann habe ich gelogen. Das heißt? Ich habe ihm erzählt, dass du schon längst für mich arbeitest. Na und? Na und was? Er verkauft mir das Grundstück mit dem Turm und allem drum und dran. Und ich sorge dafür, dass ihr euch wiederseht. Vater und Sohn. Das war der Deal. Du hast mich benutzt? Nein, ich habe dich eingestellt. Und zwar für gutes Geld. Rob. Rob, hör zu. Ich brauchte dieses Grundstück. Und jetzt brauche ich es mehr denn je. Vertraglich besiegelt. Und weißt du warum? Weil ich sonst baden gehe. Wie, du gehst sonst baden? Pleite. Kuckuckskleber, Armenhaus. Mein gesamtes Geld steckt in diesem Grundstück. Allein auf deinem Firmenkonto liegen 300.000. Ja, damit blende ich doch nur die Bank. Das ist der Kaufpreis für dieses verdammte Turmgrundstück. Das heißt, du hast ihn nicht mal bezahlt? Sag mal, kapierst du überhaupt irgendwas? Ich reize die Zahlung bis zum Stichtag aus, um solvent zu bleiben. Das ist meine einzige Chance! Außerdem, sieh's doch mal so, Rob. Ich habe dich und deinen Vater wieder zusammengeführt. Entschuldigung. Übrig bleiben. Nichts. Und ich bin mitschuld daran. Der Turm steht doch noch. Der wird doch stehen bleiben. Sie haben ja einen gesunden Optimismus. Ich habe da was. Ich wusste davon nichts. Nicht, was er bedeutet. Das müssen Sie mir glauben. Als wir beide die Hauslade gefunden haben. Ja. Es gab nie eine Auslade, oder? Ihre Erfindung. Danke, Anna. Wissen Sie, ich habe eine Möglichkeit in der Küche. Es tut mir leid. Also der Kuss, ich bin irgendwie total durcheinander. Versteh schon.
Was den Kuss angeht, krieg ich noch einen. Manchmal sieht man hier nachts das Licht des Leuchtturms kreisen. Aber nur, wenn der alte Herr noch anschaltet. Der Turm hat längst keine Funktion mehr. Es war immer nur für dich. Guck mal, vom Balkon aus kann man den Turm sogar sehen. Hm. Der wird gar nicht abgerissen. Ach, Emma. Nee, wirklich. Wie kommt man da hin? Über die Brücke. Mhm. Und die wird heute versteigert. Ich habe ein bisschen was zurückgelegt. Wenn ich das einsetze, dann... Was willst du damit? Dann kommt niemand mehr aufs Gelände vom Leuchtturm. Freizeitpark ade. Anna, das Wegerecht ist verbrieft, egal ob dir die Brücke gehört oder sonst wem. Ja, so steht es im Grundbuch seit 1868. Wegerecht zur Bewirtschaftung des Leuchtturms. Eben. Zur Bewirtschaftung des Leuchtturms. Und genau den will Max Gordon abreißen. Aha. Und verliert damit den Anspruch, die Brücke zu benutzen. Exakt. Und wenn er kein Fallschirmspringer ist, dann kommt er nicht mehr auf sein Gelände. Deshalb spielst du auf Zeit. Wegen der Versteigerung. Oh, Baby, du bist genial. Ich weiß. Morgen. Da bist du ja endlich. Ja, ich weiß, ich hätte anrufen sollen, aber... Was denn los? Was ist denn? Die Versteigerung der Brücke. Ich habe die Bieterliste. Ja, und? Sie ist eben aktualisiert worden. Max Gordon Incorporated. Du hast Rob von deinem Plan erzählt. Das war nicht sehr clever von dir. Entschuldige mich bitte. Anna! Hey! Schöne Überraschung. Das kann man wohl sagen. Was ist denn los? Was los ist? Hier. Ich will nichts davon. Reiß deinen verdammten Turm ein! Radier das alles aus, jede Spur von dir. Und dann verschwinde einfach. Oh mein Gott. Anna! Du bist das Letzte. Ich sie sehe. Die Wagenschlüssel, bitte. Das ist ein Firmenwagen, oder? Was ist? Sie brechen ein, strecken den Geschäftsführer nieder? Für mich hört sich das nach einer fristlosen Kündigung an. Sie waren das. Sie haben uns belauscht. Sie haben keine Ahnung, was Sie alles kaputt machen. Also, falls Sie den Turm meinen. Ja, der wird kaputt gemacht. Das war und ist unser Auftrag.
Viel Spaß beim Autosuchen. Und sie lässt es richtig gut dastehen, oder? Wo fahren Sie jetzt hin? Zu Max, ihn abholen? Ja, ganz genau. Und dann geht's zur Versteigerung. Die paar Dollar für die alberne Brücke sind ja wohl noch in der Kriegskasse. Die paar Dollar? Die paar Dollar? Mr. Hesley! Josh! Dad! Dad! Rob! Den Vertrag zwischen dir und Max Gordon, hast du den hier? Ja, natürlich. Warte, hier. Was ist los? Nicht nur Anna spielt auf Zeit. Max auch. Also glaube ich zumindest. Oder hat er schon bezahlt? Geld für den Turm? Nein. Wann läuft die Frist ab? Ende des Monats. Heute. Heute, Dad. Warum ist das so wichtig? Max Gordon muss spätestens heute bezahlen. Tut er das nicht, hast du ein Rücktrittsrecht. Ist doch normal, oder? Ja, allerdings. Und? Ich brauche Geld. Ich belaste meine Wohnung. Für den Turm? Ja, für den Turm. Der Turm ist so etwas wie ein Symbol für unsere Familie. Für das Leben. Für dein Leben, Dad. Und das sollte hier stattfinden, meinst du nicht? Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust, Junge? Nein. Herr Tisbank? Meine Damen und Herren, die Versteigerung wird fortgesetzt. Kommen wir zu Objekt 443. Zu dem Grundstück im Außenbezirk zählt eine Brücke aus dem Jahr 1868, Umbau 1927. Dankeschön. Ah, so schnell sieht man sich wieder, ja? Es ist hier gar nicht eingetragen, das Datum. Dafür gibt es ein Wegerecht bezüglich der historischen Leuchtanlage am Hudson. So, meine Damen und Herren, es darf geboten werden. $25.000. $25.000 sind geboten, höre ich mehr. Wie viel Geld hast du denn? Ich hätte 20.000 gehabt. Ich kann dir 30.000 geben. 50.000. Nicht so schnell. $50.000 sind geboten. Höre ich noch mehr? Das ist lächerlich. Die haben nicht mehr jede Wette. 60.000. $60.000 sind geboten. Keine weiteren Gebote? Das war's dann. Zum Ersten? Ich belaste das Haus. Zum Zweiten? Du bist jetzt auch zu spät. 60.000 zum... 70.000! Er bietet gegen Max Gordon. Du hast dich wohl in ihm geirrt? 80.000. 90.000. Ich bin die Letzte, die Sie aufhalten möchte. Aber die Herrschaften sind sich hoffentlich im Klaren darüber, dass der Betrag direkt nach Auktionsschluss und ohne Abzüge zu leisten ist. Sie haben Ihre Banken entsprechend angewiesen? Ja. 100.000. Und jetzt ist Schluss. 150.000. 200.000, dieser undankbare Scheißkerl. $200.000 sind geboten. Ja. Höre ich mehr? Zum Ersten? Mehr habe ich nicht. Zum Zweiten? Und unsere 50.000. 250.000. 300.000. $300.000 sind geboten für Objekt 443. Weitere Gebote? Zum Ersten? Zum Zweiten? Und zum Dritten? Ja! Geschafft. Verkauft an die Max Gordon Incorporated. Ja, haben wir ein bisschen was gelernt. Was für ein wundervoller Tag. Max? Max? Lass mich gratulieren. Du hast eine Brücke. Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen, Rob. Du kennst mich. Beiße nie die Hand, die dich füttert. Dieser Brief gilt unter Zeugen hiermit als zugestellt. Was soll das sein? Der Rücktritt vom Kaufvertrag. Du hast nicht bezahlt, Max. Und mit dem heutigen Tage hat mein Vater das Recht, den Vertrag aufzulösen. Blödsinn.
Ich zahle ja. Wann denn? Oder besser gesagt, wie denn? Dein Geld, dein letztes Geld, steckt jetzt alles in einer alten Brücke. Wie gesagt, ich gratuliere. Und in einem Punkt hast du recht. Ja, ich kenne dich. Das wagst du nicht. Zu spät. Der Turm gehört uns. Wie ihr wollt. Meine Brücke. Ihr werdet nie zu eurem alten Leuchtturm rüberkommen. Niemals. Das schwöre ich euch. Judith, wir gehen. Wenn ich mich kurz einmischen darf. Verbrieftes Wegerecht. Seit 1868. Und wenn Sie die Brücke bitte instand halten würden. So denkmalmäßig, meine ich. Mhm. Weiter so gute Geschäfte. Wirklich operieren lassen? Unbedingt. Von jetzt an werde ich um jeden Tag kämpfen, den ich noch mit dir verbringen kann. Und das ist eine Drohung. Oh, Josh. Kommst du mit? Wohin? Zum Turm.